Eidos Interactive. Enix presents Enix. Din 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 din. Dragon Crest. Din 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 din. Dragon Crest Monsters. Copyright 2000 Armor Projected Bird Studio Enix. Und damit nach langer Weile wieder herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar, wie ihr sehen könnt, Dragon Crest Monsters. Ich glaube sogar, das war mein erstes richtiges Spiel, das ich richtig gesuchtet habe für den Game Boy Color. Einfach unglaublich. Man kann es in etwa wie Pokémon sehen, nur viel cooler. Obwohl Pokémon schon sehr cool ist. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum geht es nicht mit Gamecraft weiter oder mit Arceus? Ganz einfach, da sind mir die Save States abhanden gekommen. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich sie im Browser gespielt habe und die dann, weil ich lange nicht mehr aus Zeitgründen aufnehmen konnte, generell nicht gespielt habe. Und dann sind sie einfach irgendwie gelöscht worden. Ja, schade. Okay, bei Gamecraft waren wir sowieso fast fertig. Wäre nur noch das letzte Level gewesen und dann halt die Credits und so. Und die ganzen Bonus-Level, aber es gibt noch andere Let's Plays und ich denke, da kann man sich, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, irgendwie Speedruns ansehen oder, wie gesagt, bei anderen Let's Plays reinschauen. Arceus sind wir, glaube ich, bis Part 12 gekommen. Ja, könnte ich eventuell, wenn ich mal Lust habe, den Spielstand nachstellen. Würde dann halt von den Skills und so nicht mehr ganz, okay, von den Skills schon, aber vor allem von dem Inventar nicht mehr so gut passen. Schreibt am besten mal in die Kommentare, was ich da machen soll, ob ich es einfach lassen soll oder dann halt den Spielstand nachstellen. Jedenfalls versuche ich jetzt dieses Let's Play durchzuziehen. Und zwar mit einem meiner wirklich Lieblingsspiele. Richtig geil. Dragon Crest Monsters. Und dann viel Spaß. Neustart, ja. Aha. Nein, nicht fangen. Du fängst mich nicht. Terry, warte. Es ist Zeit zum Schlafen. Ach, Zeit zum Schlafen, ich glaub's nicht. Hast du vergessen, was uns Papa und Mama gesagt haben? Ja. Wer lange wach bleibt, wird von den Monstern entführt. Was? Nein. Du willst sie einmal sehen, na klar. Ach, geh jetzt ins Bett. Blöde Schwester. Dann schlafe ich halt. Ich kann nicht schlafen. Ein Schäfchen. Zwei Schäfchen. Drei Schläfchen. Ich mach mir mal eine heiße Milch. Lalalala. Haben wir hier vielleicht Milch? Milch in den Büschen? Nein, in den Schränken. Terry holt ein Buch. Milaya Tagebuch. Oh, ihr Tagebuch. Leise lesen. Heute muss ich das Haus hüten. Hoffe, dass kein Monster kommt. Aha. Das ist ein schönes Tagebuch. Und hier? Terry holt ein Buch. Märchen. Es war einmal ein Junge. Okay. Ja, da kann ich dem nur zustimmen. Terry guckt nach vorne. Aus der Flamme fliegen Funken. Terry guckt nach vorne, aus der Flamme fliegen Funken. Ja, was haben wir hier drin? Terry öffnet die Kommode. Voller Kinderklamotten. Liegt vielleicht daran, dass das hier das Kinderschlafzimmer ist. Oder das Kinderzimmer. Öffnet die Kommode, voller Mädchenklamotten. Weglaufen! Terry untersucht das Stofftier. Dort steht was. Milaya. Okay, also, wie man sieht, wir sind hier Terry. Dieser kleine blaue Gnom. Und das hier ist Milaya. Unsere Schwester. Die schläft. Ja, dann gehen wir mal in den nächsten Raum.
Was? Ih, eine Ratte. Verschwinde. Bist du Milaya? Nein, Milaya ist ein Mädchen. Was? Du heißt Terry? Okay, dann hau ab. Ich bin Warubo. Warubo aus Malta. Vergiss mich nicht. Aua! Hey, hey, komm zurück. Du, kleine... Hey, das... Lass Milaya in Ruhe. Hey, hey, hey. Nein, nicht in den Schrank. Hey. Nein, Milaya. Nein. Was? Eine weiße Ratte? Wo ist Milaya? Hä? Hä? Du kannst mich verstehen? Natürlich. Weißt du, wo Milaya jetzt ist? In der Schublade vielleicht? Entführt? Nein, ich war zu spät dran. Warubo? Nein, ich bin Watabo. Ja, das ist interessant. Was? Wo deine Schwester jetzt ist? Komm mit mir, dann wirst du sie finden. Wenn du ein guter Master bist. Ein guter Master? Ja, ist klar, du mich auch. Komm einfach mit, dann wirst du das schon sehen. Also ich bin mir ja nicht so sicher, aber kann es sein, dass diese Schublade eventuell etwas zu klein für uns ist? Erstmal umschauen, was haben wir denn hier? Terry holt ein Buch. Monsterlexikon. Autor unbekannt. Mysteriös. Terry holt ein Buch. Das ist zu schwer. Ja. Am Tisch ist auch nichts. Und dieser Teddybär? Terry untersucht das Stofftier. Da steht etwas drauf. Milaya. Ja, klar, die hat zwei Stoffteddys. Und was ist jetzt hier los? Naja. Eine Uhr. Wie viel Uhr haben wir? Terry guckt nach vorne. Die Wanduhr tickt. Ah, wir haben also 3 Uhr morgens, oder was? Na. Ja. 3 Uhr morgens, dann muss aber wirklich schlafen gehen. Okay, dann probieren wir mal hier in den... da kommen wir nicht rein. Schade. Ich will in diese Schublade. Aha, einfach anklicken. Hopp. Und... Hui! Bosch. Und was passiert jetzt? LSD! Ja. Meinetwegen. Ja. Du bist ein Master, oder? Nein, ich bin Terry. Nur mal so. Ruh dich hier aus. Wo du jetzt bist? Hier ist Taiju. Du wurdest von Watabo hierher gebracht. Komm mit, wir müssen dem König Bescheid sagen. Na meinetwegen. Ja. Und hier sind auch wieder Leute. Und die Treppe hoch. Na ja, toll. Dieses Land wurde in einem Baum gegründet. Ein Land. In einem Baum. Ich glaube, hier sind alle durchgedreht, kann es sein? Hier sind wir ganz unten. Das Schloss ist ganz oben. Dann würde ich sagen, wir gehen nach oben. Din, 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 din. Hallo. Guten Tag. Oh, hat Watabo einen neuen Master mitgebracht? Jawohl, wir wollen den König besuchen. Gewinnt bitte beim Sternenturnier. Meinetwegen. Oh, hochgehen, tschüss. Guten Tag. Komm, wir gehen jetzt zum König. Ein König in einem Baum, ey, Alter. Ich bin der Minister.
Bist du der neue Master? Unser König braucht Hilfe. Hilfst du uns vielleicht? Mal schauen. Darf ich jetzt? Ja, super. Guten Tag. Hilf bitte unserem König. Ja. Der König hat ein Problem. Hilf ihm bitte. Na, mal schauen. Hier ist Schloss Taijiju. Und das ist also der König, ja? Willkommen, Master. Ich bin der König. Wie ist euer Name? Unser Name Terry. Terry. Es klingt irgendwie nicht so toll. Wie wär's mit... Wir sind ja schließlich Tee. Schwierig. Tee. T1? Tee, Fragezeichen. Sind wir Tee? Was ist Tee? Kann Tee lesen? Kann Tee sprechen? Ist alles Tee? Tee ist alles, Tee ist nichts. Was stimmt, was ist Wirklichkeit und was ist falsch? Was ist Tee? Ja, ich glaube, das ist tiefgründig genug. Ist der Name Tee richtig? Ja, wird schon passen. Tee, erfülle mir meinen Wunsch. Ich will, dass ihr beim Sternturnier siegt. Ihr wollt eure entführte Schwester finden? Ja, doch, ich glaube, das ist eigentlich unser Grund, warum wir hier sind. Ihr seid nicht hier, um meinen Wunsch zu erfüllen. Nein, ich will eigentlich Melaya finden. Ja, ich weiß es. Es gibt eine gute Methode. Wie nennt man in Honig eingelegte Eier? Gewinnt einfach das Turnier. Ach, komm schon. Es heißt, dass der Wunsch des Siegers erfüllt wird. Ah, jetzt wird's interessant. Ihr werdet eure Schwester dann wiederfinden. Und euer Sieg ist auch mein Wunsch. Sucht eure Schwester und werdet ein Sieger. Ihr bekommt ein Monster. Ein Monster. Ich habe Angst vor Monstern. In meinem Schrank ist ein Monster. Ohne ein Monster werdet ihr nie ein guter Master. Hier oben befindet sich ein Monsterhof. Dort ist Prio. Er wird euch ein Monster geben. Na dann. Wer bist du denn? Jedes Jahr verliert Hayu beim Turnier, aber diesmal findet es hier statt. Wir müssen gewinnen. Ah ja, hey König. Hier oben befindet sich ein Monster, bla bla bla. Wer bist du denn? Am Sterbentag findet das Turnier statt. Dann treffen sich die besten Master der Welt und kämpfen um den Sieg. Juhu! Ja, so siehst du auch aus, ey. Ich erzähle ihm die Legende des Sterntags. Nach dem 47. Vollmond kommt der Tag wieder. Hunderte, tausende von Sternen bedecken den Himmel. Hunderte, tausende von Sternen bedecken den Boden. An diesem Sterntag, ein Tag, an dem viele neue Leben entstehen, an diesem Tag wird ein feierliches Turnier veranstaltet. Das ist das Kampfturnier des Sterntages. Ach so, ist es das also, ja. Ein Planschbecken, ja, ich will hier rein, ich will rein. Kann ich hier rein? Wenn ihr gewonnen habt, sind alle glücklich. Wenn ich hier reinkomme, bin ich glücklich.
Ich will hier rein! Gleich von der anderen Seite. Ich will rein! Ach, geht nicht. Was hast du zu sagen? Du wirst bestimmt deine Schwester finden. Ja, sicher. Eine Truhe! T, untersuch die Truhe! Die Truhe ist verriegelt. T, untersuch die Truhe! Die Truhe ist verriegelt mit einem Snickers! Nein! Gib mir das Snickers! Snickers! Na, was ist hier denn drin? T nimmt ein Buch. Master. Weiterlesen? Ja, komm, machen wir eine kleine Lesestunde, ja. Master verstehen die Sprache der Monster. Allerdings gibt es kaum einen, der sie perfekt beherrscht. Dass man von einem Monster gemocht wird, ist ebenso wichtig. Es gibt zwei Arten von Mastern. Die einen, die hier leben, und die anderen, die von Watabo hierher gebracht werden. Ja. Dann sind wir wohl die Letzteren. Und hier? T nimmt ein Buch. In das Land Taijiju. Weiterlesen? Ja. Ein kleines Land, das in einem großen Baum gegründet wurde. Ebenso wurden andere Länder gegründet. In jedem Land gibt es ein Tor. Hinter dem Tor beginnt eine Welt voller Monster. Wenn sich der Sterntag nähert, gibt es ein Erdbeben. Das ist ein Beweis dafür, dass der Baum noch wächst. Ja, Erdbeben also, ja. In einem Baum. Ach, Junge. Oh, es ist er weg. Ich denke mal, dann müssen wir hier hoch, oder? Wenn Sie die Treppe hochgehen, kommen Sie zum Monsterhof. Prio kümmert sich um die Monster. Ja, das tut er. Kommen wir hier alle weg. Hast du was zu sagen? Hier ist Teil. Ach komm. Wie spricht man das aus? Watabo holt von irgendwo einen begabten Master. Aha, du willst gewinnen um deine entführte Schwester? Ah, verstehe, sie ist bestimmt irgendwo auf der Welt. Ja, ach, Leute, nicht so viele Drogen nehmen. Eine Fledermaus, hallo. Hier ist der Monsterhof. Das habe ich schon irgendwie erwartet. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich der Tür, zu dem wir hingehen sollen, oder? Was? Brio hat alle Monster freigelassen. Ja, das ist ja super. Ist nicht so toll, oder? Hi, Master. Ob ich hier etwas angeln kann? Ich werde meine Fänge in diesen Topf legen. Kannst ab und an vorbeischauen. Hast du hier was gefangen? T guckt in den Topf. Viel Müll. Ja, super. Schöner Himmel. Hallo. Gibt es hier nicht ein Stück Fleisch? Nö. T liest das Schild. Vorsicht, nicht springen. Ja, was erwartet ihr? Nein, das ist zu gefährlich. Nein, das ist nicht. Ich will da runter. Ach, Mann, nie davon irgendwas. Hier ist noch ein Schild. Was steht denn da drauf? T liest das Schild. Es bebt, wenn Taiju wächst. Das Loch ist ein Beweis für Taijus Wachstum. Das Loch entstand beim letzten Beben. Ah ja, und du? Ich hasse das Loch. Ich komme nicht rüber. Ich kann mich nicht füttern. Ich will doch nicht gefüttert werden, du Ding. Naja, also das hier ist der Monsterhof und das ist dann wahrscheinlich Prio. Hat das Schleim doch was zu sagen? Ich bin's Leo, Slims Enkel. Willst du was über den Hof wissen? Ja, klar. Hier kannst du bis zu 19 Monster und Eier abgeben. Sie bekommen auch auf dem Hof Erfahrungspunkte. Aber nicht so viele wie bei einem Kampf. Wenn der Hof zu voll wird, solltest du die Monster schlafen lassen. Dann schlafen sie sehr tief. Und du kannst erneut bis zu 19 Monster abgeben. Werden es noch mehr, musst du dich von Monstern trennen. Leider. Und ein Ei musst du hier abgeben.
Okay, also das ist dann sehr wahrscheinlich Prio. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge quatschen wir ihn dann an. Ne, du kleiner grüner Zwerg, du. Ich bin größer als der, oder? Ja, doch, ein bisschen. Also wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Quest Monsters. Bis dann. Ciao. Ach nee, Moment. Ich hatte hier was. Ah ja. Gute Nacht und esst was Schönes.